So, jetzt hat er sich genau weggeportet. Das. Lass dir den Kill! Yay, yeah. Nice. Und da ist Morgana. Die geht echt ab. Die kann's ein bisschen. Aber jetzt hast du deine Lane natürlich sehr vernachlässigt hier. Hier ist die nächsten. Boah, wie sind getroffen, Alter. Ja, die Beschreibung. Die Beschreibung von wilde Fackel ist ja auch ziemlich cool. Die wäre? Ach ja, mit den Ponys. Wilde Fackel mit verschickt Ponys Monster, das. Champions und Ponys. Und Ponys, ja, das ist so geil. Oh oh. Eigentlich verschlingt. Ash hat Probleme. Oh ne, ich kann ja nicht weg. Ich komm gleich Frage hinterher. Ist, wann hat Ash keine Probleme? Ich komm gleich hinterher, ich will hier nur ganz kurz meine Linie aufbessern. Ja, ich jungle mich hier nochmal ein bisschen rum. Den Blooper würde ich nehmen. Also die XP kannst du haben, komm schnell her, sonst ist er tot. Aber den Bluff sollte sich beeilen. Oh ja, warte, dann lass ihn. So. Dein Ernst? Nee, die XP hast du doch bekommen. Ich wollte den Buff wollte ich haben. Komm mal hoch, Wukong, komm mit. Ja, warte, lass mich. Nee, komm jetzt mit, komm. Go. Level 12, Level 12. 3 Kills, 3 Kills. Sollten wir euch kriegen. Kommst du? Was machst du? Ja, ich dachte, du bist hier hinten. Ich hab guck doch auf die Minimap. Habe ich jetzt gar nicht gemacht. Okay, die haben da gewardet. Wir springen. Ich komme von hinten jetzt. Ja, soll ich die hier alleine vorne attackieren oder was? Du sollst für Ablenkung. Hast du gesehen, was vorne rauskam? Ja, komm mal her. Oh. Lauf in den Dschungel rein, lauf in den Dschungel, schnell. Stirb nicht, bitte stirb nicht. Genau das haben die nämlich schon auch bei mir gemacht, wo ich bei dem Tower stand. Halt nur gleichzeitig. Da hatte ich nicht wirklich eine Chance dagegen. Oh, der Farm. Das ist halt eben das Problem. Jetzt, wo die sich absprechen oder ich weiß nicht, was die jetzt anders machen. Du gehst einfach nur sinnlos rein. Ich meine, wenn ich sage, wir greifen sie an, dann heißt das... Du hast dein Leben auch gerade mega verloren. Also so ist es ja nicht, ne? Darum geht's mir. Die ja, machen einen koordinierten Angriff. Das Problem an der Sache ist, jedes Mal... Fuck! Jedes Mal, wenn ich von der Lane gegangen bin, haben sie meinen Tower gekillt. Wenn ich da war, haben sie nichts geschafft. Da haben sie sich gar nicht an mich rangetraut. Das ist nur passiert, wenn ich weggegangen bin. Und ich muss weggehen, weil ihr sonst nichts auf der anderen Lanes macht. Also nicht du, die speziell, sondern eher die anderen, aber... Du weißt, wie ich es meine. Ich habe keine Schuhe, fällt mir gerade auf. Da geht's los. Das ist doch Push am Champion. Ah, jetzt habe ich Schuhe. Wir müssen aufpassen, dass Morgana nicht gefeedet geht. Die ist heftig, die Alte. Der Rest des Teams kann nichts, aber die ist gut. Die hat schon 5-1, ne? Naja, das heißt töten. Morgana, fokussen. Morgana, fokussen! Nicht die dumme Schlampe daneben! Ich lass mich bestimmt nicht von so einem kleinen Hans verarschen.
Ja, muss ja auch nicht machen lassen, ne? So, haben wir uns hier noch einen Red Buff geholt. Komm jetzt hoch. Guck dir mal meinen Farm an. Nicht schlecht. What the fuck? Wie sie mich einfach mal wie gesagt. Wie sie mich einfach mit ihrer Ulti gewonnen hat. Flupp tot. Das ist das, was ich meinte. Also die ist schon ganz schön feedet ein. Ja, jetzt kommt das, was ich meinte. Wir müssen halt dafür sorgen, dass das aufhört. Oh, oh. Durch solche Aktionen zum Beispiel das ist ganz schlecht. Du bist Chaco. Wenn du jemand mit Chaco angreifst, kleiner Tipp, greif nur Leute unter 2000 an und dann spring rein, setz die Ulti und hau alles drauf, was du auch nur irgendwie hast. Und du brauchst unbedingt was ja, du ja. nicht. Was kaufst du denn für einen Scheiß, Alter? Das war. First Item mit Chaco. Wie gesagt. First Item mit Chaco ist Hydra. Für Jungle. Weil mit der Hydra ihrer Active Effekt kannst du jungeln wie so ein Berserker. Dann geht's weiter mit Blutdurst für extrem Blutraub in einem Kampf. Und dann kannst du auch noch ein bisschen tanky gehen. Ich habe vorhin einfach nur im Internet mal. Ach die Ash, das ist der Wahnsinn. Bevor ich gar nicht mit angreifen. Nein, das habe ich gemacht! Fuck. Hallo? Er ist da bei dir? Lol, ich hab ihn gekillt. Wie gesagt, ich habe vorhin einfach nur mal im Internet geschaut. Was hat der davor? Set. Aha. Ich habe mich gerade gefragt, was der Typ vorhatte. Nee, also ganz ehrlich, ich finde die Chaco-Sets mega sinnlos im Internet. Also ich habe da auch im Internet angefangen zu gucken, ich finde die Sets sinnlos. Du kriegst damit nichts erreicht. Also ich spiele den meinen Chaco Full AP. Und zwar richtig heftig, voll AD, richtig heftig AD mit 500 AD. Wenn du tanky gehen willst, dann kauf dir entweder den, was ich mir gern kaufe, ist der Frosthammer mit dem 500 Leben. Oder du holst dir noch Randuins oben für Chaco, das ist auch ganz okay. Und dann läuft das, aber ansonsten, also, dein Bilgewasser-Cutmesser ist ganz cool, es geht eigentlich. Bilgewassers Kackmesser. Cutmesser. Ich hab ein Spiel doch auf Englisch. So, jetzt hole ich mir. Nein, weiß ich doch, dass das Cutmesser ist. Hast du ja gesagt. Außerdem heißt das Entermesser. Und ich habe nur schon wieder verkackt. Kackmesser und, draus gemacht. Also wenn sie jetzt engagen, ich habe meine Ulti diesmal parat. Die habe ich eigentlich bis jetzt noch nicht parat gehabt. Muss nur ein bisschen aufpassen. Komm schon, kill sie! Ja, nice! Boah, da hat er mich aber verarscht. Was hast du jetzt gerade gemacht? Ich stand in dem Busch, falls einer kommt. Also, falls da... Ja, da hätte er reagieren müssen zum Beispiel. Hier den Typen, der hier drinnen steht, holen. Holt euch den Typen hier. Hier ist kein Typ mehr, ist auch mir aber klar. Da ist er! Los! Go, go, go! Du bist Chaco, spring doch rein! Wieso hast du als Chaco deinen Jump? Ich hab den Jump doch gerade schon benutzt. Warum? Au, au, au. Tu mir einen Gefallen und spiel Pantheon im Dschungel. Nein. Das funktioniert gar nicht. Ah, ah, ah. Mein Sprung hatte ich davor schon benutzt, um... Trash war das, glaube ich. Weil der so mega wenig Leben hatte. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Witziges. Wow, Bot hat ihren Tower zerstört. Das war nicht mal Bot, das waren die Minions. Also ich und Z machen das Game. Du solltest unbedingt anfangen zu farmen mit Chaco, weil du hast momentan nichts wirklich. Boah, der Farm, hast du das gerade gesehen? Ich liebe sowas. Warte mal. Ich habe hier am drittmeisten Farm. Ja, drittmeist ist nicht gut.
Ich habe 131 Farm, also. Ich habe mittlerweile sogar am meisten Farm. Go, go, go! Boah, alter Schwede. Leute, ihr merkt schon, dass wir auf der Mitte ein Team verhackt haben, oder? Aber lasst euch ruhig Zeit. Nein. Das ist das, was ich halt meine, das sollte man sich unbedingt angewöhnen, auf die Map, Minimap zu gucken. Weil ich gucke, wenn ich mir Ash angucke, da oben, hier, was macht die? Ja, der Punkt ist, ihr müsst auch sehen, ihr seht, ich gehe gerade in den Jungle rein, da könnt ihr nicht erwarten, dass ich dann sofort da wieder rauskomme. Ja, aber es, ich meine, es ist 35. Minute, wir müssen das gleich dann zu Ende bringen. Jedes Mal, wenn wir ein Teamfight verlieren, können die Gegner weiter vordringen, weil wir keine Chance mehr haben. Und da müssen wir jetzt einfach gucken. Richtig, da zum deswegen Beispiel, einfach zum Beispiel da oben, guck doch mal hoch. Du siehst, dass die Leute in der Jungle reinkommen, ja, dann hör auf, da rumzustehen. Geh nicht nach oben weg, geh nach unten weg. Riskiere nicht, dass du getötet wirst von denen. Weil ihr seid gerade nur zu zweit, wenn ihr da sterbt, dann, ja, Tower tot. Der Punkt ist, beim nächsten Teamfight einfach kurz anpingen, fertig. Wir haben gepingt, da waren ungefähr 20 Pings, wen wir angreifen. Der Set hat gepingt wie ein Bekloppter und jetzt ist Teamfight. Wir warten auf Set, wir gehen nicht ohne Set. Wie lange braucht der noch? Hier. Oh, Caps Lock? Okay, da fällt gerade ein Tower. Fuck, 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 fuck. Schade. Oh, wir sollten mal durch zurückgehen. Oh, oh, da hast du recht. Komm schon! Kann nicht sein. Der stirbt jetzt, kannst aber wissen. Das ist nicht der richtige. Oh, ich hasse diese Ultis. Und wie er stirbt, wie er stirbt, wie er einfach stirbt. Nee, farm mir lassen, farm. So. Danke. Und Midlane, Midlane, Midlane. Oh, wir müssen auf jeden Fall die alte Fokus hier. Yo, Set, danke. Chaco. Ich war auf Trash. Midlane. Schneller als also, als ich Lauftempo habe, kann ich leider nicht laufen. Okay, wir schaffen das schon. Mein schöner Score ist so im Arsch langsam. Ich habe 6-2-4 gehabt. 6-2-6 gehabt. Jetzt habe ich 11-6-8. Ist immer dasselbe im Teamfight. 3-4-3. Dafür, dass das jetzt, glaube ich, also das ist jetzt die erste Runde mit Chaco wirklich im richtigen. Vorher hatte ich nur zwei Spiele gegen Anfänger-Bots, also ich finde es. Ernsthaft, ist kein Wunder. Ich sag das doch gleich, ich dachte, du hast wenigstens mit Chaco schon irgendwie normale Spielerfahrung. Nein. Also von daher denke ich, ist das gar nicht mal so eine schlechte Leistung. Es geht ja. Ganz okay. Aber wir müssen jetzt echt langsam uns zusammenreißen. Sonst ist die schlechte, sonst ist deine gar nicht so schlechte Leistung auf YouTube als ein Fail. Und jetzt tun wir die Morgana fokussen, wir zwei. Go, go. Du engaged? Ich mach mehr Schaden. Du musst jetzt reinhauen. Und sie greifst, spring mit der Q. Q, 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 rein, rein, rein. Oh nein, ey. Warte, das. Oh, brauchen wir gar nicht anfangen. Das war jetzt scheiße. Ich hätte an deiner Stelle weitergemacht, weil sie hat, genau das wollte ich ja, dass sie dich catcht, weil dann hätte ich mich engagen können, aber da du jetzt auch zurück bist. Ja, dann hättest du was gesagt, die war, aber ja, für mich war die jetzt viel zu schnell weg.
Dann lass uns den Tower holen. So, hier die muss jetzt einen anderen engagen, die darf nicht mich engagen. So macht man das. Das war Teamwork von Zed. Der hat gesehen, dass ich reinspringe und ist sofort hinterhergesprungen mit seinem Ding. Mit seinem Ding. Mit seinem Ding, ja. Sein Ding ist sofort hinterhergekommen. Ja, oh, fuck. Some call it magic. Rampage. Oh, ich habe hier keine Chance, ey. Macht ihr da hinten? Ja, ich, vielleicht kommen auch noch mal ein paar andere mit hinter. Nein. Ich tu gerade unsere Botlane pushen. Die brauchst du gleich nicht mehr pushen. Guck mal, wo ich langlaufe. Wukong ist tot, würde ich sagen. Boah! Wieso war das nicht nur Wukong? Ja. Ash, komm, setz deine Ulti und kill ihn einfach. Setz deine Ulti. Setz doch deine Ulti. Sie hat ihre Ulti nicht mehr, richtig? Weißt du... Rat mal, warum ich gerade so schnell gestorben bin. Ja, aber dann hättest du mir doch gerade wenigstens sagen können, dass es zwei sind. Und ich, weil ich, wenn ich dachte, es ist Wukong, wäre ich jetzt reingerannt und hätte ihn gekillt, ganz einfach, aber... Das ist doch klar, dass es zwei sind. Nein, war es nicht. Du bist Chaco, du stirbst sehr schnell. Vor allen Dingen einem Wukong, da hast du eigentlich keine Chance gegen den. Auch wenn der alleine ist. Jetzt stirbt Ash. Jupp, sie ist tot. Nee, nice Teamwork. So, du pusht jetzt hier die Top-Lane. Mit Chaco ganz wichtig, Top. Top. Mit ganz wichtig, du tust nicht deinen Jump rasten und wenn du entkommen musst, dann spring durch eine Hecke. Am besten so, dass die Gegner denken, dass du in die richtige Richtung springst, aber dann doch in die falsche springst. Weißt du wie? Wir springen die Leute richtig, denken doch, die Leute gehen doch davon aus, die Leute gehen doch davon aus, dass du nach vorne springst, ne, um abzuhauen. Spring am besten so, als wenn also du nach vorne in springst. In Richtung meine Base. Und spring in den ihre Base Richtung und versteck dich in irgendeinem Gebüsch, wo du dir sicher bist, dass da keiner vorbeikommt und sucht. Und port dich dann zurück, wenn du merkst, dass irgendwann kommt. Tu dem Fluss warten, du hast zwei Warts dabei, das geht übelst easy. Und dann solltest du eigentlich nicht sterben dabei, genau. Genau da warten, genau da warten. Unsere Leute sterben gerade auf der Lane. Wir müssen also jetzt die Linien pushen. Ich habe auch mit Lucian einen Entkommungsjump, das heißt, wir sind gerade perfekt dafür geeignet, die Lanes zu pushen. Vorsicht! Jetzt musst du weggehen. Jetzt richtig wegrennen. Ist halt scheiße. Also an sich hätte es jetzt echt gut klappen können. Ist halt nur blöd, wenn auf der anderen Lane alle wegsterben. Ne? Ich hab schon gewusst, dass das so passiert. Das ist alles okay. Die pushen jetzt deine Lane weg, aber guck mal kurz auf meine Lane. Da achten, ja klar, wir müssen nur aufpassen, dass die... Dass sie nicht zu stark pushen. Ja. So, mein Farm ist fast bei 300. Das ist schon mega krass. Also Z hat am Anfang gut gefarmt, aber der unterlässt es mittlerweile. Was ziemlich schlecht ist eigentlich. Naja, geht mittlerweile halt nur noch auf die... Richtig auf die Champions drauf. Vorsicht, neben dir. Neben dir, neben dir. Ja. So. Die killen wir jetzt. Dann, nicht reingehen. Dann ich komm von hinten. Jetzt! Komm von hinten. Rein! Go! Ach, wieso sterbe ich dabei immer? Das ist so scheiße. Ich habe meine Ulti gerade nicht parat gehabt. Wie viele Leute waren wir jetzt? 4 gegen 2. Vorsicht! Trish! Verpiss dich! In Morgana ihre Ulti zündet. Woran bin ich jetzt bitte gestorben? In Morgana ihre Ulti zündet, ist er so tot. Z, oh mein Gott, Z. Ich bin gerade an irgendwas gestorben. Ja. Sehr schön. Jetzt auf den ADC. Komm schon, geh auf den ADC.
Fokus in ADC, verdammt! Ich weiß immer noch nicht, woran ich jetzt gestorben bin. Mittlerweile ist meine Score bei 366. Ja, dann die sind halt jetzt dieser Ding Sau, der ist halt mega heftig. Ich hab den selbst schon mal gespielt. Da ist echt nicht mit zu Spaß mit dem seiner Power. So, jetzt müssen wir echt Gas geben. Da oben, da oben, da geht der Inhibitor down, da geht der Inhibitor down. Warum? Warum? Soll ich jetzt letzter Atemzug oder Phantomtänzer holen? Letzter Atemzug auf jeden Fall. Nee, stopp. Phantomtänzer war das rote Item, gell? Nee, es war Blutdürster. Ja. Was war ein Phantomtänzer nochmal? Das der blaue Pfeil, sag ich mal so. Was ist der blaue Pfeil? Oh, ich dachte jetzt schon. Nicht blau, also so ein Bogen halt vor blauem Hintergrund. Das ist aber kein Phantomtänzer. Oh, jetzt kommt der Phantomtänzer. Der Phantomtänzer waren wie so zwei rote Schwerter, sag ich mal so. Der stirbt. Jetzt habe ich mich endlich zurückporten können, wenn das passiert ist. Und da habe ich gekillt. Und jetzt stirbt die auch noch. Komm. Oh. Oh mein Gott, das muss ich hochfahren, ganz schnell hochfahren, ey. Nein, das kann nicht sein. Siehst du diesen Fokus? Die machen das genau richtig. Guck mal, unsere Leute greifen Trash an. Währenddessen ist die da die übel starke, die von hinten den Schaden drückt. Ihr macht genau den Fehler, den man nicht machen darf. Der Ash stellt sich davor, nee. Morgana stellt sich dahinter, ihr greift schön Ash, Trash an und Morgana kommt von hinten und drückt den Schaden. Und ihr sterbt an Trash. Das ist der Unterschied zwischen Unranked, nee, was ihr spielt, euch noch einlernt, und das, was wir mittlerweile schon spielen. Ich bin jetzt reingegangen, weil was anderes wäre mir jetzt auch nicht wirklich übrig geblieben. Wie, ja. Top, 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 top. Oh mein Gott, Leute, top. Gut, dass wir Sepp dabei haben, ey, wenn ich einer machen. Der sieht. I'm tot. I can't do anything. Warte mal, was haben wir als Gegner? Der hat Rüstung dabei. Also pass auf. Letzter Atemzug. 40 Angriffsschaden und normaler Schaden ignoriert 35% der Rüstung. Nee, letzter Abendzug brauchst du den nicht holen, weil ich habe gerade die Gegner geguckt, die Gegner haben nicht wirklich viel Rüstung außer Trash. Hol dir lieber einen Phantomtänzer, 50 Angriffstempo, 30 Chance, kritische Treffer. Ja, hol dir das. Gut. Ich kaufe mir gerade auch noch mal ein neues Item. Immer mal dieses sinnlose alleine reingerinnen. Alter. Da. Das sind halt übelst Late Game Champs. Wir müssen auch echt auf Set warten, sonst wird das hier gar nichts. Jetzt. Ich meine, wenn ich. Hast du die Ulti oder ist das Ash? Go, go, go! Komm schon drauf! Alter, wollt ihr mir erzählen, dass ihr gerade alle gestorben seid? Was macht denn Trash da oben? Das ist so die Härte. Die Leute können echt nichts. Ich hab meine Q reingehauen, ich hab meine Ulti reingehauen, ich hab meine E reingehauen. Das einzige, was gefehlt hat, wozu ich nicht mehr kam, war meine W. Ja, meine lieben Freunde, das war das Spiel. Ich habe meine Lane mega dominiert gegen zwei Leute mit einem ADC, das soll mir erstmal einer nachmachen. Und dann im Endgame war es dann halt so, dass das Team absolut, also die Ash und der Trash, das kannst du echt eine Tonne kloppen. Wolke war neu, Z war der einzig Gute noch. Ich habe mein Positioning natürlich auch mega nicht ausgenutzt, weil ich versucht habe, irgendwas zu retten, aber ja. Im Endeffekt war es dann doch wohl eher ein schlechtes Spiel. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo ich wahrscheinlich nochmal Lucian spielen werde. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.
Jo, bis denn. Tschüss.